Herzlich willkommen zu meinem 10. Kurzvideo zu Windows-Grundlagen, Grundkompetenzen. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie man alle, wenn du mehrere Fenster geöffnet hast, alle bis auf eins ganz einfach minimieren kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das als einziges hier geöffnet haben und hier habe ich noch andere Fenster, die sollen dann automatisch minimiert werden, also nicht geschlossen, sondern einfach runtergelegt werden, dann nehme ich das da herum in der Titelleiste und schüttle ein bisschen mit gedrückter linker Maustaste. Und wenn ich heftig genug geschüttelt habe, dann bleibt mir dieses Fenster hier dann offen. Genau an der Position, an der ich es vorher auch gehabt habe, und die anderen werden minimiert. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Video.